als wesentliches Element des wissenschaftlichen Argumentierens, der vor allen Dingen auch das Cogito ergo sum in seiner berühmten Form sagt, ich denke, also bin ich. Aber für unsere Zwecke ist er derjenige, der eine Abhandlung über die Methode für den richtigen Vernunftgebrauch schreibt. Und diese Methode ist heute überall verbreitet, denn Descartes begründet auf diese Weise die Methode, die man heute Reduktionismus nennt. Sein Vorschlag ist, das Objekt, wenn es kompliziert genug ist, das ich untersuchen will, zu zerlegen und das, was dabei entsteht, das zerlegte Produkt, wieder zu zerlegen, bis ich auf der Ebene angekommen bin, auf der nichts mehr zu zerlegen ist. Das klingt fast wie in der Antike, dass man gewissermaßen so lange teilt, bis das Unteilbare übrig bleibt, das Atom. Und er versucht das nur auf eine systematische, methodische Ebene zu stellen. Und er sagt, ich muss gewissermaßen immer die nächste Organisationsstufe finden, die unterhalb derjenigen ist, die ich unmittelbar erkenne. Das können Sie bei einem Lebewesen am einfachsten sich vorstellen. Das Lebewesen, nehmen wir mal eine Katze, ist ein Organismus, der als Ganzes jetzt vor mir steht und den ich untersuchen kann. Wenn ich jetzt den Organismus zum Beispiel, wenn ich verstehen will, was an ihm krank ist, dann muss ich sehen, welche Teile an ihm betroffen sind. Dann versuche ich also Teile einer Katze zu untersuchen. Dabei komme ich auf Organe. Also die Organe ergeben zusammen einen Organismus. Und jetzt ist die Frage, woraus bestehen Organe? Das weiß man inzwischen heute, das nennt man Gewebe. Viele Gewebe ergeben dann zum Beispiel das Herzorgan oder die Leberorgan oder das Hautorgan. Und so dass ich sozusagen den Organismus habe, der sich aus Organen zusammensetzt, die ihrerseits wieder aus Geweben zusammengesetzt sind. Und woraus bestehen die Gewebe? Das weiß man seit dem 19. Jahrhundert aus Zellen. Tatsächlich besteht alles Lebendige aus Zellen. Und jetzt habe ich schon eine vierte Ebene gefunden und Sie können da leicht fortsetzen, wie das weitergeht. Das kartesische Prinzip des Zerlegens hat sich bewährt bis in unsere Zeit hinein. Die Zellen bestehen jetzt einfach ausgedrückt aus Molekülen, die Moleküle bestehen aus Atome, die Atome wieder bestehen aus Teilchen, sodass ich lückenlos von oben bis unten eine hierarchische Struktur des Seins oder des Seienden anschauen kann. Und interessanterweise ist auf jeder dieser Ebene eine Wissenschaft zu finden. Also auf der organischen Ebene, auf der Ebene des Organismus, die Biologie selbst, dann darunter, wo die Organe sind, da ist vielleicht die Physiologie, dann kommt die Gewebeebene, da ist die Histologie, dann kommt die Zellebene, das ist die Zellbiologie. Da gibt es einzelne Lehrstühle für, Lehrbücher dafür. Also auf jeder dieser Ebenen ist wunderbar Wissenschaft ausgebreitet. Und man hat den Eindruck, dass Descartes durch diese Zerlegungsmethode uns exakt gesagt hat, wie wir die Geheimnisse des Lebendigen oder auch die Geheimnisse der Dinge verstehen können. Wir zerlegen, bis wir die Stelle erreicht haben, an der die Zerlegung nicht mehr möglich ist. Und dann versuchen wir von unten nach oben, das wieder zusammenhängend aufzubauen. Das wäre dann die Idee, dass man Neuigkeiten zulassen muss, dass Emergenzen erscheinen können muss. Aber die Ebenen bleiben bestehen und das Zerlegungsmuster, diese neue Methode, die Descartes damals empfiehlt, benutzen wir heute noch, jedenfalls in der Praxis. In der Theorie können wir uns viele andere Dinge vorstellen, aber wenn Sie praktisch im Labor arbeiten, sind Sie Kartesianer, arbeiten Sie kartesianisch und das wird damals tatsächlich als erstes vorgeführt. Das sind die wesentlichen Neuerungen, die damals in die Wissenschaft eingeführt worden sind. Es gibt später natürlich weitere Neuerungen. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert entdeckt die Wissenschaft, dass nicht alles nach Newtonschen Gesetzen auf determinierte, kausal eindeutig bestimmte Weise abläuft, sondern dass man manchmal überlegen muss, ob Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen. Die Überlegung der Wahrscheinlichkeiten fängt übrigens mit ganz einfachen alltäglichen Fragen an, zum Beispiel mit der Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie, wenn Sie abends durch Paris spazieren gehen, überfallen werden. Das möchte man wissen, um das versichern zu können. Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei einem Ausflug sich verletzen? Also das sind Fragen, die ganz allgemeiner praktische Art sind. Dadurch wird eine Wahrscheinlichkeitsrechnung in die Mathematik eingeführt. Und diese Wahrscheinlichkeitsrechnung erlaubt dann auch in der Physik weiterzukommen. Also wenn Sie zum Beispiel die Eigenschaften eines Glases Wasser bestimmen wollen oder die Verteilung zum Beispiel von Tinte, wenn Sie das da reintun, dann müssen Sie eben nicht ein Molekül anschauen, das sich bewegt, sondern viele hunderttausend, aber Millionen Moleküle. Und die bewegen sich nicht alle gleich, sondern die bewegen sich nach einer Verteilung. Dabei entsteht das, was man statistisches Denken nennt oder Wahrscheinlichkeitsdenken. Und das ist eine neue Art des Denkens, weil die Gesetze tatsächlich andere sind, andere Voraussagen zulassen
Und im Laufe der Jahrhunderte lernen die Wissenschaftler tatsächlich aus Schwankungen, aus Verteilungen genaue Schlüsse über das Wesen der Sache zu ziehen. Man kann nur aus den Verteilungen, aus den Diffusionen, die dabei auftreten, im Wasser zum Beispiel oder an anderer Stelle schließen, dass es wirklich Atome gibt. Also aus einer vagen, statistischen Art des Beobachtens kann man exakte, klare Schlüsse ziehen. Das ist auch eine große neue Art des Denkens. Die entwickelt sich im 19. Jahrhundert. Und das ist aber nur darauf hinzuweisen, dass die Neuigkeiten in der Wissenschaft nicht aufhören, sondern unentwegt fortgesetzt werden. Ich möchte aber natürlich trotzdem daran erinnern, dass der Begriff des Neuen nur damals, im 17. Jahrhundert, in dieser volle Breite eingesetzt wurde. Natürlich benutzt man auch später nochmal das Neue, also zum Beispiel Konrad Ferdinand Röntgen. Der Entdecker der Röntgenstrahlung hat 1895, als er seine Strahlung publiziert hat, ausdrücklich von einer neuen Art von Strahlung gesprochen. Damit meinte er natürlich, dass das etwas ist, mit dem man sehen kann, obwohl es selbst nicht gesehen werden kann. Sie können ja eine Hand durchleuchten mit Röntgenstrahlen, dadurch etwas sehen, aber Sie können die Strahlen selbst nicht sehen. Ist eine merkwürdige Idee, aber das ist sozusagen eine neue Art der Strahlung. Und kurioserweise führt sowohl diese neue Art des statistischen Denkens als auch diese neue Art der Strahlung zu dem Zugriff auf die Atome, der wir sozusagen die neue Wissenschaft der Atommechanik oder Quantenmechanik verdanken, die das 20. Jahrhundert dominiert. Aber das nur als Bemerkung in die Richtung, dass das Neue natürlich nicht aufhört, wenn es einmal da war. Aber das Neue ist natürlich dann in dem Sinne die Wiederholung dessen, nämlich die grundsätzliche Einsicht in einen Vorgang, mit dem ich wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen kann. Und der ist zum ersten Mal im 17. Jahrhundert gelungen. Damals war das Neue dann wirklich neu. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie das Neue in die historische Welt gekommen ist, möchte ich drei Fragen zu diesem Thema stellen und dann versuchen zu beantworten. Die erste Frage ist, woher kommt diese Idee eigentlich? Wieso taucht sie zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf? Warum taucht sie nicht im 12., im 13., im 14. Jahrhundert auf? Warum ist die Idee genau in diesem Zeitpunkt der Entwicklung der Menschheit überhaupt möglich? Und warum wird sie dann plötzlich schlagartig verbreitet, überall eingesetzt? Warum ist sie nicht nur an einer lokalen Stelle, sondern gewissermaßen in einem ganzen Kontinent verbreitet und dehnt sich dann von da aus auch über die ganze Welt aus? Woher kommt diese Idee? Zweite Frage ist, im Grunde genommen sind diese Ideen ja nur Versprechungen. Galilei sagt ja nur, dass man die mathematischen Gesetze finden muss, man kennt ja kaum welche. Und der Bacon sagt ja nur, dass es einem eigentlich erst besser gehen kann, aber zu seinen Lebzeiten geht es noch keinem wirklich besser. Man hat immer noch Kopfschmerzen, man weiß immer noch nicht, wie man Lebensmittel haltbarer machen soll. Das ist eigentlich noch gar nicht umgesetzt. Gelingt das dann irgendwie und wie gelingt das und was sind die Bedingungen dieses Gelingens? Und drittens, sollen wir uns heute noch an diesen Regeln orientieren? Ist das Neue sozusagen heute noch das Neue oder das Gute, das wir gebrauchen können? Oder müssen wir auf etwas anderes achten? Ist der Grundgedanke vielleicht doch etwas abhanden gekommen und so, dass wir das Alte neu erfinden müssen und ihn auf irgendeine Weise wieder so machen, dass der alte Grundgedanke, nämlich dass es den Menschen besser geht, neu zum Tragen kommen kann? Das sind die drei Fragen, die ich jetzt versuchen möchte zu beantworten. Einige, wobei diese Antworten nur Angebote sind. Ich kenne die endgültigen Antworten nicht. Ich kann das nur offerieren. Das sind Ansichten aufgrund von Einsichten in die Geschichte. Aber jeder kann da Gegenansichten vorstellen. Und eine Diskussion würde sich auf jeden Fall meiner Ansicht nach über diese Frage lohnen. Also erste Frage, woher kommt diese Idee ausgerechnet zu Beginn des 17. Jahrhunderts? Die Grundidee, um das zu wiederholen, ist, dass die Lebensbedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern sind, dass sozusagen dem Menschen geholfen werden muss. Und das bedeutet natürlich, dass man eine Einsicht hatte, dass es dem Menschen nicht gut geht. Jetzt, wer ist denn der Mensch? Die meisten von uns kennen Menschen, Nachbarn, Freunde, Verwandte. Überall trifft man Menschen, wenn man durch die Stadt geht. Aber daraus zu sagen, der Mensch ist das und das, ist natürlich eine schwierige, abstrakte Bildung, die Philosophen vielleicht anheimeln ist. Und die Frage, was ist der Mensch, können wir heute noch nicht richtig beantworten. Ist ja die Urfrage der Philosophie, wenn man so will. Woher kommt dann trotzdem plötzlich, dass es so einen Eindruck vom Menschen gibt, und dass der Mensch jedenfalls ist, jemand ist, dem geholfen werden kann und dem geholfen werden sollte? Meine einfache Antwort darauf ist, dieser Mensch ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist erfunden worden.
Natürlich sind die Menschen im Laufe der Evolution entstanden und sozusagen von ihr auf die Welt gebracht worden. Dazu gehören wir ja alle. Aber der Mensch, den ich als so jemanden erkenne, dem geholfen werden muss, der musste erfunden werden. Und die Frage ist, wer hat ihn erfunden? Mein Vorschlag ist, den Titel eines Buches eines Literaturwissenschaftlers ernst zu nehmen. Der Untertitel des Buches heißt Die Erfindung des Menschen. Also oder die Erfindung des Menschen. Der Haupttitel des Buches heißt Shakespeare. Und Shakespeare ist, glaube ich, genau Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts die Figur, die uns deutlich macht, wie der Mensch leiden kann, wie der Mensch lieben kann, wie dem Menschen geholfen werden kann, wie er sich entwickeln kann. Und es wird anschaulich. Es ist ja auf der Bühne. Es sind keine abenteuerlichen Abhandlungen, die geschrieben werden, sondern Menschen in Fleisch und Blut, die ich auf der Bühne vor mir sehe, sodass ich das Gefühl habe, dass in der Zeit Menschen begreifen, dass Menschen sich verändern können. Und sie können das verändern durch Hilfestellungen, durch Beigabe. Und ich glaube, dass insgesamt durch Shakespeare den Menschen zeigt, wie der Mensch beschaffen ist. Und auf diese Weise entsteht die Idee, dass ihm geholfen werden können muss. Das ist mein Vorschlag. Ich denke, dass an dieser Stelle die Literatur die Maßgabe oder die Vorgabe gibt für das, was die Wissenschaft danach vollzieht. In dieser Zeit vollzieht sich nämlich auch noch etwas anderes. Das Wort, das wir heute benutzen für einen Menschen, der vor uns steht und den wir ungeteilt in seiner autonomen Form vor uns sehen, den nennen wir ja Individuum. Wir meinen dann ein unteilbares Einzelwesen. In der Zeit vor Shakespeare war ein Individuum jemand, der untrennbar von der Gemeinschaft war. Das heißt, es war mehr sozusagen im kollektiven Verband gesehen und da tauchte der Einzelne nicht auf, dem ich dann überhaupt nur helfen kann. In dieser Zeit entwickelt sich dieser Gedanke und es wird beschleunigt, wahrscheinlich durch diese Stücke von Shakespeare, dass der Mensch ein Individuum ist, dass das Individuum in seiner Besonderheit erkannt werden kann. Und wenn Menschen das individuell Besondere an einer Person wahrnehmen, dann haben sie gewissermaßen auch einen moralischen Impetus, um da einzugreifen. Ich glaube nämlich, dass die Quelle der Moral die Wahrnehmung von Besonderheiten im anderen ist. Und an dieser Stelle entwickelt sich sozusagen ein moralisches Grundbedürfnis und das äußert sich in der Form der Wissenschaft, wie Bacon sie formuliert. Wir müssen die Macht bekommen, um den Menschen zu helfen und die Macht bekommen wir durch das Wissen. Also Wissen ist Macht, um meine moralische Verantwortung zu übernehmen. Das ist meiner Ansicht nach die Grundhaltung. Was mir daran gefällt, ist, dass damit ein Beispiel dafür gegeben worden ist, dass wir die beiden Kulturen, die wir gerne trennen, die Literatur und die Kunst auf der einen und die Naturwissenschaft und die Technik auf der anderen Seite überhaupt nicht trennen sollten. Sie gehören untrennbar zusammen. Und wenn zum Beispiel der englische Dichter und Romancier und Politiker Charles Percy Snow in den 1950er Jahren diese Unterscheidung einführt, die Trennung der zwei Kulturen, weil die eine Kultur, die literarische Kultur, nichts von der anderen Kultur, der wissenschaftlichen weiß und umgekehrt die wissenschaftliche Kultur nichts von der literarischen Kultur weiß und wir heute noch Probleme haben, naturwissenschaftliche Bildung ernst zu nehmen, weil wir denken, Bildung ist das, was sich sozusagen mit Mozart und Goethe beschäftigt, dann drückt er das aus, indem er sagt, eigentlich gehören sie zusammen, Shakespeare Sonette und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Aber es ist halt leider so, dass, das ist die Formulierung von Snow, dass die Literaten nur Shakespeare Sonette kennen und den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik vernachlässigen. Übrigens, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist ein ganz einfacher Ausdruck dafür, dass die Zeit nicht rückwärts läuft. Wir können gewissermaßen immer nur vorwärts in der Zeit gehen. Sie können natürlich diesen Film, den Sie jetzt sehen, rückwärts laufen lassen. Dann wirkt das etwas komisch. Aber ich selbst kann, während ich spreche, nur nach vorne sprechen. Ich kann gewissermaßen die Sätze nur in eine Richtung sagen. Und das drückt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik aus, der auf diese Weise sagt, dass die Zeit etwas ist, was unverrückbar vorwärts geht und dadurch immer neu wird. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Was ich glaube ist, dass eine Gesellschaft oder eine Wissenschaft entwickelt namens Thermodynamik, in der es einen zweiten Hauptsatz gibt, nur möglich ist, weil es vorher jemanden gegeben hat, der Sonette geschrieben hat. Und ich denke, dass da ein ganz tiefer Zusammenhang der Kulturen ist, weil ja auch das Ziel der Kulturen dasselbe ist, nämlich der Mensch, den man in irgendeiner Weise verstehen, helfen und gewissermaßen zu dem man sich fügen möchte. Also das ist mir ein erster Vorschlag. Das ist die Literatur, der literarische Blick oder der wahrnehmende Blick des Literarischen ist, der ermöglicht, dass die Wissenschaft möglich wird. Shakespeares Sonette sind die eigentliche Quelle des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik oder noch abstrakter ausgedrückt, Mozarts Sonaten machen die Quantenmechanik möglich. Da habe ich einen Artikel zugeschrieben, aber ich glaube, dass das in der Tiefe tatsächlich zusammenhängt und dass wir in einer Welt leben, also eine Gesellschaft sind,
in der, wenn es nur Shakespeare und Mozart gäbe, wir nicht zurechtkämen. Und wenn es nur Thermodynamik und Quantenmechanik gäbe, auch nicht zurechtkämen. Wir brauchen beides zusammen, nämlich einmal um das Notwendige und dann um das Schöne für uns liefern zu können. Jetzt aber zur zweiten Frage, ob die Versprechen der Begründer der modernen Wissenschaft, die das Neue gewissermaßen in die Welt gesetzt haben, sich erfüllt haben. Das erste Versprechen, nämlich dass die Gesetze der Natur mathematischer Art sind, das ist ganz sicher gehalten worden. Es ist vielleicht in übertriebener Weise gehalten worden. Nach Galilei kam Newton, der die Gravitationsgesetze aufgestellt hat, der daraus die Bewegungsgesetze von Kepler abgeleitet hat, der dadurch ableiten konnte, wo Ebbe und Flut herkommen, der erklären konnte, warum die Erde abgeflacht ist. Plötzlich konnte man aus einer einfachen mathematischen Formel sozusagen die ganze Welt erklären. Und das ist immer so weitergegangen. Man hat einen Hauptsatz der Energie mathematisch formulieren können, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der über eine Größe namens Entropie formuliert ist, definieren können. Man hat immer wieder grundlegende mathematische Formulierungen finden können, um die Welt zu erfassen. Und man ist dann jahrelang mit dem Glauben umhergelaufen, dass das immer so geht. Im Augenblick fängt man an, dass nicht ganz leicht sind. Es könnte ja sein, dass bestimmte biologische Phänomene, dass bestimmte meteorologische Phänomene sich nicht in einer exakten mathematischen Form pressen lassen. Aber trotzdem ist insgesamt der Glaube an die Mathematisierbarkeit der Welt groß. Und das eigentlich hat sich Galileis Versprechen auf wunderbare Weise bewahrheitet. Vor allen Dingen eben in den Gravitationsgesetzen von Newton, die so das Gefühl hatten, dass man ganz sicher in einem ordentlichen Planetensystem für alle Zeiten aufgehoben ist. Das zweite Versprechen ist die Verbesserung der Lebensbedingungen. Das ist mit Sicherheit im 19. Jahrhundert spätestens durch die Industrialisierung erreicht worden. Vorbereitend waren natürlich zum Beispiel das Entwickeln von Dampfmaschinen, der Abbau von Kohle, da sind viele technische Details, aber die sind alle aufgrund einer wissenschaftlichen Denkungsweise, aufgrund einer wissenschaftlichen Basis erfolgt. Und tatsächlich ist auch das Bacon'sche Versprechen, dass es den Menschen besser gehen kann, dass sie, wenn sie das Wissen zur Machtausübung einsetzen, ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Allerdings, also wir haben die Mathematisierung und wir haben die Verbesserung des Lebens, also die Erhöhung unseres Einkommens und die Zunahme des Bevölkerungswachstums. Aber diesem hat sich sozusagen, ohne dass man das wirklich bemerkt hat oder ausdrücklich betont immer wieder, eine Bewegung entgegengesetzt, die sagt, dass das nicht alles sein kann. Es kann nicht gut sein, wenn die Welt total mathematisiert ist und völlig kausal abläuft, nach den Newton'schen Gesetzen wie einem Uhrwerk, denn wo bleibt dann meine Freiheit? Und die Idee ist, dass eigentlich natürlich es die Newton'schen Gesetze gibt, aber die mich im Wesentlichen als einzelne Person, die einen Willen hat, nicht betreffen. Wenn ich einen kreativen Schritt vollziehe, wenn ich einen Einfall habe, dann unterliegt das gerade nicht den Gravitationsgesetzen. Ich bin an dieser Stelle unabhängig davon. Es muss sozusagen einen anderen Teil der Wirklichkeit geben, der nicht abhängig ist von diesem Gravitationsgesetz. Und die Personen, die Menschen, die das gesagt haben, nennen wir Romantiker. Romantiker haben immer wiederholt, dass es neben Newtons Licht auch sozusagen Hoffmanns Nacht gibt. Hoffmanns Nacht, das sind die Erzählungen von Hoffmann, der Figuren zeigt, die gewissermaßen sich gegen das jeweils vom Newton'schen vorbestimmte Gesetz stellen und dadurch ganz andere Lebenssituationen schaffen. Und die Romantiker haben sich dagegen gewehrt, dass die Menschen von einer Industrie bedient werden, weil sie in dem Moment nur noch das Objekt sind. Aber wir sind Subjekte. Wir haben als Subjekte freien Willen, der nicht der Gravitationsbedingung unterliegt. Und wir haben als Subjekte eigene Wünsche, die nicht eine Objektivierung durch Medizin oder Pharmazie oder andere Industrialisierung erfolgen. Das heißt, dieser Gedanke der Romantik, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts auftaucht, der ist auch etwas ganz Neues, weil er das Urneue wissen, ergänzt. Aber das ergänzt auf eine merkwürdige Weise, nämlich er erlaubt plötzlich ein Leben, das nicht mehr so klar ist, wie man das vorher erhofft hatte. Während doch das wissenschaftliche Bestreben, die Methode von Descartes, die neue Wissenschaft von Galilei, die neue Methodik, die neuen Kausalitäten von Kepler und das neue Verfahren von Bacon im Grunde genommen das Ziel hatten, die sinnvollen Fragen, die man über die Welt stellen kann, so mit Antworten zu besetzen, dass keine Widersprüche dabei auftauchen. Genau das wird jetzt hinterlegt. Es können tatsächlich widersprüchliche Lebensentwürfe stattfinden und gemacht werden. Ich kann gewissermaßen mein Leben frei entscheiden und dabei zu widersprüchlichen Entscheidungen kommen.
Ich kann manchmal auch in eine Situation geraten, wo ich gar nicht weiß, was ich eigentlich will. Und da kann ich nicht irgendein Gesetz bitten, mir das zu erklären, sondern ich bin plötzlich in einer merkwürdigen neuen Situation und ich erkenne, dass ich in zwei Welten lebe, einer Welt des Materiellen voller Kausalität und einer Welt, wenn man so will, des Geistigen, wo freie Entscheidungen zu Widersprüchen führen können. Und diese romantische Freiheit, das ist jetzt etwas, das wirklich neu ist und wir sollten die zur Kenntnis nehmen. Sie ist neu in unser Leben gekommen und im Grunde genommen schwärmen wir alle von ihr. Wer ist nicht gern gewissermaßen romantisch? Man hat immer wieder das Gefühl, dass das was Schönes ist. Natürlich muss man aufpassen, dass man damit nicht irgendeinen himmelblauen Klingklang und ein Vollmondbesäufnis meint oder sozusagen Albernheiten dieser Art und Irrationalitäten der billigen Sorte, sondern es ist der Gedanke der Freiheit, der mich sozusagen nicht in irgendein Muster einbindet und dadurch mir das Denken abnimmt. Und dieser Gedanke, den verfolgen wir zwar alle, den haben wir alle, von dem träumen wir alle, aber er kommt in unserem offiziellen Leben nicht vor. In der Schule werden wir anders erzogen. In der Schule geht es um Systematik, um das Quantitative, um das Logische, um das Rationale, um das Nachvollziehbare. In der Schule dürfen Sie nicht träumen oder auch im Leben. Sie dürfen in Ihrer Firma nicht träumen. Sie dürfen in Ihrer Firma nicht beliebige Spinnereien haben, obwohl am Schluss, am Ende der Ausbildung, da dürfen Sie das wieder. Denn welcher Manager liebt es nicht zu sagen, dass er aus dem Bauch heraus entscheidet? Welcher Manager sagt nicht, dass ihm das Gefühl sagt, was er richtig zu tun hat? Und wer glaubt nicht, dass er sozusagen visionär die Welt erfassen kann? Man erwartet ja Visionen, keine Prognosen mehr von Managern. Und da drückt sich alles das aus, was wir gewissermaßen als Romantisches schon längst in unserem Leben vorhanden haben, aber was wir nicht systematisch so in die Erziehung einbauen, wie wir das Rationale tun. Tatsächlich ist das, was die Erfindung des Neuen vor 400 Jahren, also als das Neue noch neu war, das ist in unserem Alltag systematisch eingedrungen, in den Schulalltag, weil nur das unterrichtet wird, und zwar systematisch. Und der Alltag ist natürlich technisch-wissenschaftlich dominiert. Das fängt an, wenn Sie morgens sich von einem Radiowecker wecken lassen. Das geht weiter mit der Kaffeemaschine. Zwischendurch haben Sie telefoniert, ein Fax abgeschickt, dann fahren Sie Auto, dann fahren Sie einen Aufzug. Jetzt hören Sie das, was ich sage, über ein Abspielgerät, das höchst technisch ist, vielleicht auch noch in einem Auto, oder Sie sitzen vor einem DVD-Player. Alles hochgradig rational erstellte Dinge, die dominieren vollständig unser Leben. Und eigentlich haben die Leute, die diese Idee des Fortschritts vor 400 Jahren konzipiert haben, gedacht, dass, wenn das gelungen ist, automatisch das Glück der Menschen sich einstellt. Aber offenbar nicht. Es sei denn, Sie betrachten sich als glücklich, und zwar weil Sie diese Apparate haben, aber ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Und tatsächlich hat man das Gefühl, dass alle, obwohl alles, was Bacon und Galilei gesagt haben, sich erfüllt hat, irgendwie etwas nicht ganz stimmt. Die menschliche Situation ist nicht zum Glücklichen geworden, sondern ist mehr Unzufriedenheit ist zu hören. Und wir müssen jetzt überlegen, die Frage, wo kommt das her, gemeint ist. Und tatsächlich heißt das auch, es gibt ein philosophisches Werk, das heißt so, und das spricht vom Ende des Baconschen Zeitalters. Und das ist erreicht. Und was ist damit konkret gemeint? Da kann man eine Menge zu sagen. Ich möchte das auf einen kleinen Satz zurückführen. Was Bacon gedacht hat, war, und als er das konzipiert hat und in seinem Gefolge die anderen Menschen, die ich genannt habe, dass jeder wissenschaftliche Fortschritt ein Fortschritt für Menschen ist. Also es gab eine Identität von wissenschaftlichem Fortschritt und humanem Fortschritt. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Ein wissenschaftlicher Fortschritt ist, eine bessere Bombe zu bauen, ist aber kein humaner Fortschritt. Ein wissenschaftlicher Fortschritt ist, die Intensivstation noch zu vergrößern. Aber ist das ein humaner Fortschritt? Die ganzen ethischen Debatten in der Wissenschaft deuten an, dass der wissenschaftliche Fortschritt am humanen Bedürfnis vielleicht vorbeiläuft. Und wir müssen jetzt fragen, was ist das Problem dabei? In meiner Sprechweise würde ich sagen, dass das Neue und das Gute auseinandergefallen sind. Für Bacon war das Neue das Gute und wir haben manchmal immer noch das Gefühl, dass das dasselbe ist, aber das ist es nicht. Das Neue ist nicht unbedingt das Gute und wir müssen fragen, wie können wir dafür sorgen, dass das Neue das Gute wird? Wie können wir dafür sorgen, dass der wissenschaftliche Fortschritt zum humanen Fortschritt wird? Nur um ein Beispiel zu nennen, wo man doch tatsächlich etwas ändern könnte. Ich hatte ja gesagt, dass vor 100 Jahren es einen neuen Gedanken gab in der Wirtschaft. Dieser neue Gedanke lautete, dass
die Wirtschaft weiter wachsen kann, wenn es genügend innovative Produkte gibt. Also die Kombination Innovation und Wachstum, das war neu. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, dass dieser Gedanke heute nicht nur alt ist, sondern uralt ist. Und deshalb ist es dramatisch enttäuschend, wenn die Bundesregierung und Wirtschaftsfunktionäre unter Leitung der Bundeskanzlerin eine Arbeitsgruppe Innovation und Wachstum eingerichtet haben. Was Älteres gibt es nicht, was Langweiligeres gibt es nicht, was Gefährliches gibt es nicht. Es ist sogar in einem Kommentar an dieser Stelle von Selbstmordattentätern die Rede. Denn wir wissen doch längst, wenn die Wirtschaft weiter so wächst, wie sie in den letzten 100 Jahren gewachsen ist, also wenn das Wachstum nicht nur für Mitteleuropäer, sondern für Brasilianer, für Chilenen, für Inder, für Chinesen, für alle die gilt, dann sprengen wir diese Erde, dann bringen wir uns um. Deshalb ist jemand, der Innovation und Wachstum vertritt, ohne rot zu werden, ein Selbstmordattentäter. Wir müssen etwas Neues finden. Wir müssen tatsächlich eine neue Herausforderung aufstellen. Wir müssen den alten Gedanken wieder neu formulieren. Wir müssen ihn so umformulieren, dass wir sagen, wie entsteht denn humaner Fortschritt? Das heißt, wir müssen die Frage stellen, was ist eigentlich das Glück, das die Menschen wollen? Ist es jedes Jahr ein neues Persil? Ist es jedes Jahr ein neues Auto? Oder kann Glück sich in einer anderen Weise definieren? Kann auch die Wirtschaft das, was Menschen brauchen, in einer anderen Weise definieren? Jedenfalls nicht mehr über die zentrale Botschaft des Wachstums. Ein Vorschlag ist ja gemacht worden, Innovation zur Nachhaltigkeit werden zu lassen. Die Idee der Nachhaltigkeit ist jetzt von den 1980er Jahren. Das ist ja die Idee, dass wir so wirtschaften, dass wir zwar unsere Bedürfnisse erfüllen, aber darauf achten, dass auch nachfolgende Generationen ihre Bedürfnisse erfüllen können. Das ist eine wunderbar definierte Forderung. Das sollte man eigentlich versuchen. Und ich denke, die eigentliche Herausforderung an die innovativen Leute in der Wirtschaft wäre, die Wirtschaft so umzugestalten, dass A, die Arbeitsplätze bleiben, B, der Wohlstand bleibt und C, aber nicht das unnötige Wachstum erzielt wird, das wir heute haben, sondern dass Produkte gemacht werden, die insgesamt nachhaltiges Leben und Wachsen auf diesem Planeten möglich ist. Wir haben nur diesen einen Planeten und wenn wir weiter Wachstum als Ziel haben, auch von Innovationen, dann ist irgendwann ist dann Schluss, denn einen neuen Planeten bekommen wir nicht. Nun, es ist so, dass ich als Historiker an dieser Stelle es leicht habe und sage, ich kann keine Vorschläge für die Zukunft machen. Ich kann Ihnen in 100 Jahren sagen, ob die Vorschläge, die jetzt eine Rolle gespielt haben, wichtig sind. Aber ansonsten versuche ich mich darum zu drücken. Ich möchte, also weil ich als Historiker nicht die Expertise habe, ich habe natürlich eine Meinung, ich habe eine Ansicht, ich habe das auch jetzt zum Teil ausgedrückt, aber die eigentliche Kompetenz auf diesem Sektor, das haben andere. Ich möchte zum Abschluss trotzdem die Frage erörtern, die auch eingangs schon angesprochen haben, ob wir verstehen können, wie eigentlich das Neue in die Welt kommt und eventuell, wie wir dann erreichen können, dass das Neue, was jetzt notwendig ist, passieren kann. Wir hatten gesehen, dass das Neue unter anderem in die Welt kommt aus Not. Das war die Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Wir haben gesehen, dass das Neue, wie die Idee der Romantik, in die Welt kommt, wenn man so will, auch aus geistiger Not. Also das war so als Widerspruch, dass ich mich einfach nicht von einer newtonschen Physik in die Enge drängen lassen wollte. Aber es gibt es auch noch gewissermaßen das freie Spiel, das weder aus Not noch aus Widerspruch, sondern einfach nur aus Lust am Kombinieren zu Neuen führt. Und die Antwort ist ja, das gibt es. Und das führt uns die Evolution vor. Evolution besteht ja darin, dass sie das genetische Material, das vorhanden ist, neu kombiniert. Das heißt dann im Fachausdruck Rekombination oder Neukombination. Das taucht immer wieder auf. Da kann man auch Änderungen einführen, die nennt man dann Mutationen. Und auf diese Weise entsteht immer wieder etwas Schönes, etwas Neues, das auch immer wieder angepasst ist den sich ändernden äußeren Bedingungen. Man kann das, glaube ich, ganz allgemein ausdrücken, dass man sagt, die Evolution hat das Neue erfunden, weil sie geeignet kombinieren kann. Und das ist auch ein alter Gedanke der menschlichen Kultur, dass man sozusagen die Kunst der Kombination, die Ars Combinatoria pflegen soll, im Zusammensetzen von Dingen, die man verfügbar hat, um wirklich etwas Neues entstehen zu lassen. Wir tun das immer mit der Sprache. Wenn Sie Wörter einfach neu zusammenordnen, entsteht plötzlich ein neuer Sinn. Das ist einfach eine Kombination. Sie können dann plötzlich eine Liebeserklärung neu machen. Sie können eine Bedeutung neu bekommen, einen philosophischen Gedanken neu äußern. Und wir haben immer Vergnügen daran. Denn die Gedanken sind die alten. Das ist immer die Liebe, es ist immer die Wahrheit. Da ist nicht viel daran zu ändern. Nur die Art, wie wir dazukommen, durch Kombination der Wörter
Und die Evolution macht das auch. Ich glaube, dass wenn wir verstehen wollen, wie das Neue entsteht, wir einfach dieses Prinzip der Kombination anschauen sollen, die Kunst der Kombination in Ars Combinatoria lernen sollten. Und das ist ja auch das, was die Schichtenfolge, die Descartes uns gezeigt hat, wiedergibt. Denn im Grunde genommen fange ich mit kleineren Elementen an, die kombiniere ich, dabei entsteht etwas Neues. Aus Zellen entsteht durch Kombination eventuell das Gewebe, aus dem Gewebe entsteht durch Kombination der Organismus, aus Organismen entsteht eine Gesellschaft und so weiter. Das ist immer die Idee der Kombination. Und ich würde gerne dafür plädieren, dass wir dieses einfache Prinzip ernst nehmen und gewissermaßen eine Ars Combinatoria lernen. Ich glaube, dass das nicht nur in der Evolution eine große Rolle spielt, nicht nur in der Art, wie wir unsere Sprache benutzen, sondern auch in der Art, wie wir denken. Denn wenn Sie einen Gedanken äußern, dann müssen Sie ja irgendwo das Reservoir der inneren Bilder oder der Ideen herholen. Und die stecken sozusagen in Ihrem unbewussten Schatzkämmerchen drin, mit dem Sie Wissen erwerben können, mit dem Sie Wissen ausdrücken können. Und ich glaube, dass wir alle als Menschen gesegnet sind mit einem Grundschatz von Worten, sonst könnten wir uns auch nicht wirklich verständigen, oder ein Grundsatz von inneren Bildern, sonst könnten wir uns eigentlich auch nicht miteinander kommunizieren. Denn das ist ja der zentrale Punkt, dass Menschen miteinander reden, dass Menschen miteinander in Kontakt sprechen und auf diese Weise auch dann wieder durch Austausch zu neuen Kombinationen ihrer Ideen kommen und das neu erweitern. Ich glaube, dass das Neue dadurch entsteht, dass wir das Alte kombinieren, und das führt dazu, zu einer einfachen Definition des Neuen. Das Neue ist nämlich die Aufhebung des Alten. Das Wort Aufhebung ist ein schönes Wort, finde ich. Und es hat diese doppelte Bedeutung, dass Sie auf einer Seite das Alte bewahren, aber auf der anderen Seite sozusagen auch wegnehmen, um das Neue an seine Stelle treten zu können. Und das gelingt durch die Kombination. Und dass wir heben das Alte auf, indem wir das, was uns verfügbar steht, neu kombinieren. Wir haben das verfügbar in unserem Inneren. Und das führt zu diesem einfachen Satz, dass das Neue nicht außen irgendwo zu finden ist, sondern innen in uns vorhanden ist. Wir müssen es nur herausbringen, wir müssen es zusammenbringen. Das Neue ist die Frage, wie entsteht das Neue, indem wir es ausdrücken, indem wir es zusammenfügen, indem wir es Kraft schaffen, indem wir es kreieren. Das Neue, das wir suchen, ist in uns. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr neu für Sie.